Schön, dass du da bist. Heute habe ich eine Einladung für dich zum Burnout-Kongress. Kostenlos, beginnt in wenigen Tagen. Und es sind Experten wie Gerald Schüter, der Neurobiologe, dabei, den ich sehr schätze. Wenn es was für dich ist, kannst du dich unten eintragen. Und ich kann nur sagen, ja, wenn bei dir das Thema Burnout aktuell ist, ich kann es dir nur wärmstens empfehlen, auch Informationen dir anzueignen oder dich zu informieren, weil das ist etwas, was ich viel zu spät gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich hatte Anfang 20 ein Burnout. Das war wirklich Stecker raus, es ging überhaupt nichts mehr. Ich konnte noch heulen und schlafen. Das waren so die beiden Sachen, die noch gingen. Und ansonsten war einfach komplette Überforderung da. Ich habe mich gedanklich im Kreis gedreht. Und da war immer noch der Impuls, wieder aufzustehen und genau mit dem weiterzumachen, was überhaupt ins Burnout geführt hat. Und das ist genau das, was ein bisschen tricky ist und warum ich sehe, dass Unterstützung von außen unglaublich wichtig ist. Weil unsere eigenen Glaubenssätze und Erwartungen an die Welt, den Stress, den wir uns selbst machen in unserem Gehirn, der führt erst zum Burnout. Es sieht immer so aus, als ob die Welt ja so und so ist und ich muss ja und ich kann ja nicht und ich habe halt diesen Job und den kann ich ja auch nicht kündigen. Und der Punkt ist, das sind Glaubenssätze, das sind Gedanken mit Gefühlen dazu. Das ist nicht die Realität, das ist ein Ausschnitt von Realität. Und ich weiß, es sieht so wahr aus oder es fühlt sich so wahr an, dass es keine Option gibt, als ja, den Stress weiter zu ertragen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn eine andere Perspektive draufkommt, wenn man mit anderen spricht oder Austausch hat, die das vielleicht schon hinter sich haben oder ja, die andere Möglichkeiten sehen, dass man aus den eigenen Scheuklappen rauskommt und merkt, oh, diese Scheuklappen, die ich auf hatte, die haben meine Wahrnehmung begrenzt. Und sobald ich sie absetze, da gibt es ja andere Möglichkeiten. Ich habe sie vorher einfach nicht gesehen. Und also ich kann sagen, letztendlich war das Burnout mit eines der großen Geschenke in meinem Leben. Auch wenn es nicht einfach war, nicht leicht, es hat auch keinen Spaß gemacht. Aber ich habe unglaublich viel dadurch gelernt. Und ich habe quasi ja, gelernt, dass die Welt schöner ist, als ich es gedacht hätte. Also auch hinter all den Ängsten, die sich verborgen haben und ja, all die Panik, all der Stress, der da war, war die Erkenntnis, das ist nur in meinem Hirn. Der Stress ist gar nicht im Außen. Und wenn sich mein Weltbild ändert und mein Selbstbild und entspannter wird und ich positivere Annahmen über die Welt gewinne und in mir spüre, ja, dass ich zum Beispiel glaube, dass es sich vielleicht zum Positiven wendet oder dass es auch leicht sein kann, dass Arbeit schön sein kann oder wo sonst der Stress herkommt, dann zeigt sich eben das auch im Außen wieder. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu tief gehen, weil ich habe schon so viele Videos drüber gemacht. Und wie gesagt, im Kongress bin ich auch mit dem Interview dabei. Da gehe ich dann in aller Tiefe drauf ein, meine eigene Geschichte und was mir geholfen hat. Und ja, es ist so ein bisschen ein Herzensthema von mir, weil ich eben selber weiß, wie es ist, da drin zu stecken, da durchzugehen. Und ja, dass es echt keinen Spaß macht. Aber deswegen einfach, ja, als Inspiration, als Unterstützung, die Einladung zu diesem wundervollen Kongress. Ja, ich bin hier übrigens im Coworking Space, das heißt nicht mehr im Wald, weil langsam wird es zu kalt. So kann ich mich einfach reinsetzen und habe trotzdem viel Fläche, wo ich mich ausbreiten kann oder mal an einem Tisch sitzen, mal am anderen. Schöner als zu Hause im kleinen Arbeitszimmer. Ich zeige es dir mal ein bisschen. Hier ist noch so ein cooles Wasserbecken. Leider kann man da nicht reinspringen, weil ich habe jetzt mit Eisbaden angefangen. Da schreib mal kurz in die Kommentare, ob das vielleicht auch ein interessantes Thema wäre. Also Stichwort Eisbaden und Wim Hof Atmung, um ja, das Immunsystem aufzubauen und mehr Energie zu haben im ganzen Tag, statt Kaffee oder zusätzlich zum Kaffee. Genau, oder auch gerne Themenvorschläge, Themenideen, Fragen, die du gerade hast, auf die du vielleicht denkst, dass ich eine Antwort habe. Weil mir geht es oft so, wenn ich Videos drehen will, dann sitze ich hier. Und mein Kopf ist einfach still und ich genieße sehr den inneren Frieden, der da ist. Aber es kommen von alleine oft gar nicht so viele Worte. Das heißt, wenn eine konkrete Frage da ist, dann kann ich die besser beantworten. In diesem Sinne, kannst du dir mal unten anschauen, falls du es noch nicht gemacht hast, falls es was für dich ist. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Schön, dass es dich gibt.